Massen im Trickviereck 1. In dieser Übung trainieren wir die Kombination aus raumöffnenden Finden, offenen Stellungen und genauem Passspiel. Hierzu benötigen wir ein Hütchenquadrat mit einer Seitenlänge von ca. 4 Metern. Der Spieler oben löst sich vom Gegner weg und erhält ein flaches Zuspiel in die offene Stellung. Der Spieler muss nun den Ball mit einem harten Kontakt mit dem rechten Fuß mitnehmen. Der Ball sollte dabei ca. 2 Meter vom Fuß abprallen. Anschließend führt er den Trick Sohlenwende mit rechts durch. Gleich danach folgt der Trick Ziehen-Fußwechsel in die offene Stellung zum Mitspieler. Nun spielt er den Ball wiederum flach in die offene Stellung des Mitspielers. Es entsteht ein Kreislauf. Sobald die Kids die Übung technisch beherrschen, können sie im Wettkampf gegen die benachbarte Gruppe antreten. Variante. Nun führt der Spieler nach der Mitnahme eine Schussfinte durch und spielt mit dem entgegenkommenden Mitspieler einen Doppelpass um das Hütchen. Das Rückspiel nimmt er sofort mit einer Sohlenwende nach oben mit, hängt anschließend wieder einen Fußwechsel dran.